Jo, Freunde der bösen Seite. Ich habe momentan wirklich das Gefühl, es geht einfach gar nichts. Bitte schreibt mir Themen in die Kommentare. Und nein, nicht Choyoka. Deswegen habe ich mir für heute aber Folgendes rausgesucht. Und zwar reden wir einfach mal über die Prank Bros. Wahrscheinlich werden die viele von euch noch ein Begriff sein. Auch ich habe in der Vergangenheit ja schon einige Videos über die hochgeladen. Zu meiner Verteidigung, ich dachte am Anfang, dass das Frauen sind. Nicht, dass ihr euch wundert, dass ich auch Videos über Männer mache. Die machen immer noch aktiv Videos. Auch wenn ich so das Gefühl habe, dass sie so ziemlich unter dem Radar verschwunden sind. Aber vor 9 Tagen haben sie ein Video hochgeladen mit dem Titel Wir reagieren auf Montes Entschuldigung! In diesem Video zeigen sie verschiedene Edits, die von Zuschauern zusammengestellt worden sind. Und dort drin befindet sich auch eine Entschuldigung, die von niemand Geringeren kommt als von Montana Black. Und die Entschuldigung können wir uns einfach mal direkt zu Beginn angucken. Wenn man schaut, was jetzt Monte Entschuldigung an Prank Bros. Für Sachen hochgeladen werden und was Leute im Internet für Fame machen, glaube ich, sind wir alle zu hart mit den Prank Bros. Damals umgegangen, auch ich habe die Ansagen gedrückt, muss ich sagen. Nennt euch doch einfach 20 Zentimeter, Bros. Oh, die Bösen wieder. Oh, die wollen jetzt Es repräsentiert einfach das, was sie sind. Sie sind mich auf so viel Geld wie möglich aus und scheißegal wie. Ich will mir jetzt erzählen, dass das den Anwidert, weil er abonnieren auf Englisch steht. Das widert dich an? Ey, was ist dein Problem? Mein persönliches Problem mit euch ist, dass eure Videos zu 99% fake sind und ihr es als real darstellt und ich mich YouTuber nenne und ihr euch auch. Ich meine es immer so als Bösewichte darstellst. Würden wir irgendein Verbrechen machen? Ja, Mann. Wir tun keinem was. Wir haben nur, wir verletzen ja keine Videos. Die muss man nicht gucken. Ja, ihr müsst ihr doch nicht gucken, hä? Weißt du, was ich an dir hasse? Du tust so. Wir sind die Guten, das sind die Bösen. Ich habe aber gesehen, man beobachtet es ja, beide sind sehr sportlich unterwegs, sind bei Instagram noch aktiv, sehen sehr muskulös aus und ich hoffe, dass ich sie irgendwann mal im realen Leben mäßig treffe. Und ich mich auch für gewisse Sachen, die man damals gemacht hat, so persönlich entschuldigen kann. Und ja, Monte hat recht. Die sind so krass muskulös geworden, Alter. Guckt die euch mal an. WTF. Also, wenn meine Freundin mit denen was hat, dann wäre das für mich einfach kein Fremdgehen. Ganz ehrlich, ich muss auch wieder anfangen, öfter ins Fitnessstudio zu gehen. So, auf geht's zum Tischdrücken. Oh, ist besetzt. Na gut, dann Bildschirmcurls, genau. Auch besetzt. Na gut, dann gehe ich zu meiner Freundin. Oh, wie ich sehe, bist du auch gerade besetzt. Na gut, dann störe ich mal nicht weiter. Die Frage, die ich mir nun aber für dieses Video hier gestellt habe, sind die Prank Bros wirklich früher so schlimm gewesen, wie wir das immer gesagt haben, oder haben wir da halt auch ein bisschen übertrieben? Denn ja, Monte hat recht, wenn man sich einfach mal so anguckt, was heutzutage auf Social Media so hochgeladen wird, dann findet man solche Videos hier. Erkenne den Boxer. Oh, warum bist du der Boxer? Weil ich bin Bulgarer, ich kann alle hauen. Amunakoem, ich hau alle! Digga, ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll. Oder auch generell, was dieses Jahr auf Social Media so abgegangen ist. Wir haben einfach einen Unge, der eventuell einen Koffer auf eine Katze geworfen hat. Eine Annie, die ihre Katzen eventuell schlecht behandelt hat. Und eine Choyoka, die Katzen zwingt, bei ihr zu Hause zu wohnen. Die Katzen haben es definitiv am schlimmsten. In Ägypten wurden Katzen vergöttert, in YouTube-Deutschland werden sie gehasst. Ich habe jetzt einfach mal so geschaut, was wurde bei den Prank Bros damals eigentlich so kritisiert. Und ich habe jetzt auch nicht alles rausgesucht, weil sonst würde das Video, glaube ich, zu lang gehen, sondern habe halt immer so Beispiele rausgesucht. Mein erstes Video kam tatsächlich vor 8 Jahren und da ging es darum, dass sie zu der Zeit noch Fake-Pranks gemacht haben und das auch nicht besonders gut. Wir können da ja einfach mal reinschauen. Gesehen zu haben, sich sicher sein kann, dass die Pranks meistens fake sind, ist einfach die Tatsache, dass so ein realer Kanal einfach nicht existieren könnte. Okay, ganz ehrlich, wie langweilig kann man ein Video vortragen? Digga, Kuchentipp, was ging bei dir vor 8 Jahren? Ich spiele das mal schneller ab. Sie haben in den letzten 2 Wochen 8 Videos hochgeladen, beziehungsweise seit dem 3.6., was heute, wo ich das Skript schreibe, den 20.6., 17 Tage her ist. Nehmen wir jetzt einfach mal den Spinner auf Klo-Prank weg, weil die sich da nicht gegenseitig pranken. Sind das 7 Pranks in 17 Tagen, was ungefähr alle 2 Tage ein Prank ist? Da sie ihre Videos zu zweit machen, beziehungsweise die Freundin von Calvin auch wieder prankt, dürften die beiden Personen, also Calvin und Marvin, gar kein Vertrauen mehr zueinander haben und Calvin zu seiner Freundin auch nicht mehr. Weil jedes Mal, wenn er irgendwas vom anderen will oder irgendwas anbietet oder so, muss man davon ausgehen, geprankt zu werden. Tja. Da habe ich euch wohl ziemlich auseinandergenommen, wa? Wie wollt ihr das verteidigen? Im Endeffekt haben die damals halt so 0815 Pranks gemacht. Das Ganze war gefaked, nicht mal besonders gut. Es war auch nicht gut geschauspielert und ja, das war halt damals der Inhalt von meinen Videos. Ich feiere zwar Fake Pranks immer noch nicht, aber wie gesagt, das Ganze ist 8 Jahre her und im Vergleich, was heutzutage so gefaked wird mit irgendwelchen Schwangerschaften und so, schwamm drüber. Worauf Monte wahrscheinlich unter anderem hinaus wollte, ist beispielsweise auch ein Live-Gespräch, was er damals mit Unge geführt hat. Damals gab es nämlich einen riesigen Skandal. Sie haben nämlich ihren inaktiven Gaming-Kanal einfach umgewandelt in einen ASMR-Kanal. Das geht gar nicht. Unge und Monte haben damals unter anderem das hier gesagt. Das reflektiert wieder ganz gut, wie ihr zu eurer Fan-Community steht. Nämlich gar nicht, weil einfach mal ein Gaming-Kanal
und sich eine treue Gaming-Community aufzubauen und dann die anzuspucken, indem man einfach den Kanal umbenennt in ASMR Bros und einfach dort andere Content hochzuladen. Das ist auf jeden Fall schon mal ein kluger Schachzug von euch gewesen. Ist auf jeden Fall auch nice gegenüber den Zuschauern, die wirklich euch supportet haben im Bereich von Gaming und sich darüber gefreut haben über neue Fortnite, Star, FIFA, was auch immer ihr gezockt habt. Und auch damals haben die Prank Bros hier drauf schon tatsächlich sehr gut geantwortet. Also, ASMR Bros war ja früher ein Gaming-Kanal. Da, wo wir, keine Ahnung, ein halbes Jahr oder fast ein Jahr nichts mehr hochgeladen haben an Gaming-Content. Auch eine wichtige Info. Der war quasi tot. Wir haben alle Videos dann gelöscht, beziehungsweise auch privat genommen und dann neu angefangen, ASMR Bros zu machen. Ja, okay, ist vielleicht jetzt nicht die feinste Art. Das Ding ist, wir hätten den Kanal sonst eh tot gelassen, weil wir ja keine Gaming-Videos mehr produziert haben. Und warum dann nicht einfach den Kanal umbenennen, wo dann eh schon ein paar Abonnenten drauf sind, die uns feiern? Wir hätten die Gaming-Leute jetzt entweder einen toten Kanal oder sie haben Content, der jetzt nicht natürlich der passende für sie ist, aber wir sind da wenigstens aktiv. Und man kann ihn ja immer noch deabonnieren, den Kanal. Und ich sehe das genauso. Ich meine, der Kanal war so oder so tot. Und wenn die nicht mehr vorhatten, da irgendwann in Zukunft wieder Gaming-Content zu bringen, warum sollte man die Reichweite dann nicht für irgendein neues Projekt nutzen, bevor man den Kanal einfach liegen lässt? Jetzt mal Real Talk, jeder von uns hätte halt das Gleiche gemacht. Als ob man so einen Kanal dann einfach liegen lässt, wenn man da schon eine aktive Community drauf hat und sau viele Abonnenten. Mein alter Gaming-Kanal mit solchen grandiosen Szenen hier. Du hast mal die One-Shots meines Lebens. Er trifft natürlich jedes Mal. Ja, so manchmal trifft ich auch. Ja. Alter. Ist beispielsweise jetzt auch der Boys Club-Kanal. Glücklicherweise hat das Unge und Monte noch nicht herausgefunden. In diesem Gespräch merkt man halt deutlich, egal was die Prank Bros machen, es wird alles komplett negativ ausgelegt. Ein Beispiel habe ich noch, sie wurden sogar für die Thumbnails kritisiert. Ist, dass sie auch sehr, sehr starke Ähnlichkeiten haben, also deren Thumbnails von den Fake ASMR Bros zu den originalen kleinen Butchies, die sehen schon ziemlich ähnlich aus, Digga. Und ja, die sehen halt so hier aus. Ja, Bro, keine Ahnung, Thumbnails ähneln sich fast immer. Es ist halt ASMR, sie sind halt zu zweit und sie essen halt. Also viele andere Möglichkeiten, die Thumbnails jetzt besonders zu machen, hat man da ja eigentlich auch nicht. Ja, generell war es bei den Prank Bros irgendwie immer so, dass sie zwar in ihrer Community extrem gefeiert wurden, ich meine, die haben auch über 2 Millionen Abonnenten, aber darüber hinaus und gerade auch von anderen Influencern immer sehr kritisch gesehen wurden. Und das vor allem auch mit einer Begründung, die ja auch Monte am Anfang gesagt hat. Die tun einfach alles fürs Geld. Aber welcher Influencer macht das bitte nicht? In meinem Beispiel ging es ja um den ASMR-Kanal. Und klar, die Videos sind super schnell erstellt, es ist quasi keine Arbeit und der Ertrag ist einfach super. Vielleicht sind sie auch irgendwo auf den Hype aufgesprungen und haben gemerkt, ey, das ist gerade eine Riesenszene, das können wir halt auch machen. Aber jetzt mal Real Talk. Ist es jetzt schlimm? Nee, jeder YouTuber versucht immer wieder auf irgendwelche Hypes aufzuspringen oder irgendwelche Formate zu etablieren, die extrem abgehen. Aber irgendwie wurde das halt vor allem bei den Prank Bros immer kritisiert. Ich bin mir auch sicher, dass heutzutage einige Influencer, die jetzt gerade bei Craft Attack mitmachen, überhaupt keinen Bock auf Minecraft oder das Projekt haben, aber einfach wissen, dass man da halt Reichweite und Kontakte rausziehen kann. Und das ist ja auch komplett in Ordnung, solange man das Ganze vernünftig durchzieht. Dazu wurde ja beispielsweise auch immer gesagt, die geben sich überhaupt keine Mühe für ihre Videos und das regt mich auf, obwohl ich nur zu Hause sitze und Kommentare schreibe. Mühe ist natürlich ein dehnbarer Begriff. Aber ja, die Videos, die die Prank Bros machen, sind halt eher trashig. Und das meine ich jetzt nicht mal negativ, sondern eher wie das Filmgenre. Das sind halt Videos, die quasi darauf ausgelegt sind, vielleicht schlecht geschauspielert, komischer Plot, komische Effekte. Die Prank Bros haben beispielsweise erst letztens ein Video hochgeladen, irgendwie mit dem Titel Schreibe niemals mit ChatGPT um 3 Uhr nachts. Und ja, am Anfang schreiben die halt so ein bisschen hin und her und am Ende passiert dann das hier. Eins. Ey, ich könnte dir helfen, während du gerade angegriffen wirst, aber Bro, die Szene ist zu krank, Alter. Klar, die schauspielerische Leistung ist eigentlich gar nicht vorhanden, der Plot ist halt auch sehr weird, aber genau von sowas leben ja auch Trash-Filme und die Leute fühlen sich ja offensichtlich unterhalten. Das Video hat immerhin über 100.000 Aufrufe und eine super Bewertung. Die Leute feiern das in den Kommentaren und dann ist es doch auch absolut legitim, dass sie dieses Video so hochgeladen haben. Generell zu sagen, dass sie sich keine Mühe geben, fühle ich jetzt generell nicht, denn wenn man sich die Videos von denen einfach mal so anguckt, so, dann geben die sich ja Mühe. Die müssen sich ja trotzdem irgendeinen Plot ausdenken,
Das Ganze muss gefilmt werden. In vielen Game Master Videos laufen die auch draußen rum, kaufen Requisiten. Oft sind auch noch andere Leute dabei. Die haben auch einfach mal in der Trampolinhalle nach Schluss gemietet und haben da verschiedene Challenges gemacht. Wenn man das Ganze einfach mal mit irgendwelchen Leuten vergleicht, deren einziger Content es ist, irgendwelche Stream-Highlights oder Reactions hochzuladen, dann sind die Prankbots schon ein paar Stufen über diesen Leuten eigentlich. Im Endeffekt ist es ja halt einfach wichtig, dass der Zuschauer unterhalten wird. Und vielleicht leben die Prankbros halt genau von diesem trashigen Inhalt, dass man sich das so anguckt und sich so denkt, so Bro, was zur Hölle passiert da eigentlich gerade? Und wenn wir einfach mal ehrlich sind, ich beispielsweise habe früher sau oft auf die Prankbros reagiert, eben weil ich wusste, dass die Videos so trashig sind. Also hat das ja genau das gebracht, was es erreichen soll. Mich hat es dazu gebracht, dass ich mir die Sachen im Stream meinen Zuschauern angeguckt habe. Und außerhalb von den Vorwürfen, dass sie irgendwie alles fürs Geld machen und sich keine Mühe geben und die Videos sind Schrott, haben die halt wirklich keinen richtigen Skandal gehabt. Und man darf nicht vergessen, die Prankbros sind irgendwie seit 12 Jahren oder sowas auf YouTube am Start. Nennt mir mal einen YouTuber, der 12 Jahre am Start ist und keinen richtigen Skandal hatte. Die ziehen halt einfach ihr Ding durch und das ist doch auch komplett legitim. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Monte hat tatsächlich recht. Ich finde jetzt auch im Nachhinein, und ich habe mir auch Videos von mir nochmal dazu angeguckt, dass man bei vielen Sachen einfach übertreibt. Subjektiv finde ich immer noch, dass man sich halt teilweise geilere Plots ausdenken könnte oder dass halt der Strang der Videos, mir fällt das Wort nicht ein, aber dass das irgendwie sinniger wird, wie man von einem Ort zum nächsten geht. Aber es zeigt sich ja, das, was sie machen, hat Erfolg und das seit 10 Jahren. Also warum sollten sie irgendwas ändern, wenn die Zuschauer genau die Videos, so wie sie erstellt sind, unterhaltsam sind? Im Endeffekt tun sie niemanden damit weh, sie schaden auch niemanden, sie zocken niemanden ab und von daher muss man tatsächlich sagen, Grüße an die Prank Bros, finde ich jetzt auch nicht schlimm, was die machen. Aber was sagt ihr dazu? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Okay, thanks, bye.